Und was soll ich jetzt sagen? Vielleicht solltest du die Zuschauer erstmal begrüßen. Ist ja langweilig. Lass irgendwas explodieren oder so. Wenn du meinst. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf Kanton News. Heute geht es um die anstehende Schülersprecherwahl. Ihr erfahrt, was der Schülersprecher macht und was ihr braucht, um selbst Schülersprecher zu werden. Also, los geht's! Ich bin Hagen aus der 10. Klasse und war gemeinsam mit Lena aus der 11. Klasse dieses Jahr Schülersprecher. Was macht der Schülersprecher? Er vertritt die Schülerschaft, leitet den Schülerrat und hilft bei der Organisation von Projekten. Gewählt wird der Schülersprecher seit 2 Jahren direkt durch die Schüler. Das heißt, am Anfang des Jahres gibt es eine Wahlkampfphase, in der sich alle Kandidaten vorstellen und in einer Wahl wird dann entschieden, wer für das kommende Jahr Schülersprecher werden soll. Doch was brauchst du, um Schülersprecher zu werden? Du musst ein wenig Kreativität mitbringen, um deine Ziele für den Schülerrat und die Schülerschaft umzusetzen. Außerdem musst du mindestens 8. Klasse sein und kannst alleine oder mit einem Partner antreten. Einer von beiden muss jedoch mindestens einjährige Erfahrung im Schüler- oder Beirat haben. Des Weiteren müsst ihr im Schulalltag ohne Unterbrechung von mehr als einem Monat, Krankheitsfälle ausgenommen, anwesend sein. Wenn du diese Kriterien erfüllst, dann bewirb dich jetzt als Schülersprecher. Für deine Bewerbung brauchen wir deinen Namen, deine Klasse, dein Alter, Wohnort, Haustiere, Lieblingsgemüse, eine Liste deiner Hobbys, alle Länder, die du bereist hast, die Seriennummer deines Kampfplaners, deine Schulgröße und deine Unterschrift. Und natürlich Konto- und Sozialversicherung zu. Nein, Quatsch. Schreib uns einfach deinen Namen und deine Klasse bis 20.08. an diese E-Mail-Adresse. Das war's mit diesem Video. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.